Hallo und herzlich willkommen zurück zu Traincraft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jo, ich habe mir mal eure Kommentare wieder angeguckt. Und Phyllis Erging, glaube ich, hieß er. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Meinte, wir sollen uns doch mal bei der Kohle die Union Pacific anschauen. Lasst mich doch mal schnell schauen, wie die ausguckt. Dann könnten wir die nämlich als Diesellok bauen. Dafür habe ich nämlich noch keine. Oder was, Kohlelok? Wir gucken mal. Dann könnten wir damit nämlich gleich mal hier frisch starten. Und Union Pacific hört sich nach einem großen Kaliber an. Das heißt, es sollte gar nicht mal so daneben sein. Okay, weiter geht's. Sagt nein. Da war Tender. Nö. Shay US. Nö. Vorne. Nö. Ankert. Sind es jetzt eigentlich Abkürzungen oder? JNR, C62, Drexbilder, Mogul. Tanks, Boxcart, Hopper, BR01, Wissenschaftler, Tender, USSR, aber ich glaube, jetzt sind wir noch überall. Okay, jetzt sind wir in der Elektroabteilung unterwegs und hier sind wir im Diesel. KOF, genau, das Ding heißt eigentlich irgendwie anders. Ich habe den richtigen Namen vergessen. Wurde mir aber auch in den Kommentaren geschrieben. Ich habe hier sehr zuckerfine Zuschauer. Herzliche Grüße an alle, besonders auch an eure tollen Kommentare. Da lerne ich auch noch einiges dazu. So, Highspeed Car, SU. Union Pacific, da haben wir sie. Die hat Elektromotoren und einen Dieselgenerator. Ach du Scheiße, ist das Ding groß. Also, wenn der sechs Dieselgeneratoren und sechs Elektromotoren und vier Generatoren drin hat. Ja. Das wird groß, das machen wir aber. So, das sollte gelbe Farbe sein, oder? Sehe ich das richtig? Genau, yellow schreibt man yellow. Moment, ich glaube, ich habe oben noch den Filter drin, oder? Mod Minecraft mal mit dazu. So. Nee, das sah irgendwie anders aus. Dann war es orange, oder? Muss mal schnell gucken, welche Farbe das war. Okay, orange war's. Da brauche ich gelb und rot, müsste ich eigentlich beides haben. Dann ist das kein Stress. Ey, Hoppelhüpfert nervt mich langsam. Mit den Gleisen kommen die nicht so ganz zurecht. Okay, dann bauen wir jetzt die Union Pacific. Scheint ein großes Teil zu werden. Da bin ich schon mal gespannt drauf. Farben habe ich ja keine, okay. Dieselgeneratoren habe ich sogar noch zwei. Sollte also auch keine Panik werden. So, meine Nature-Kiste. Ich hatte doch extra eigentlich gelb und rot gesammelt, oder bin ich jetzt daneben? Haben wir keine Red Rose? Das wäre ja fatal. Doch, da ist eine. So, dann basteln wir jetzt mal schnell Orange zusammen. Dandelion Yellow. Rose Red. Einmal Orange Dye. Wunderbar. Die kommen dann mal hier rein. Diese hier und diese hier und diese hier, das da kann auch mal rein. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz zum Atmen in unserem Inventar. Okay, läuft das Ding da weiter? Habe ich jetzt nicht mehr geguckt. Kühlchen fehlt, ne? Bauen wir ein bisschen Kohle rein hier. Okay, jetzt habe ich hier allerdings nichts dabei, um die Dieselkanister zu bauen. Das machen wir mal schnell hier. Dann haben wir dann nämlich gleich für unsere Union Pacific auch dementsprechend die Treibstofftanks dabei. Jo, guck mal hier, da. Wunderbar, 16 Stück, das sollten wir einiges mit machen können. So, aber man hat dann irgendwie ein ziemliches Missverhältnis zwischen dem Plastik, das rauskommt, und dem Sprit, der rauskommt. Man bekommt ja ein Plastik für so ein Petroleum. Aber soweit ich das jetzt gesehen habe, ein Petroleum, was ich mache, gibt eine Fülleinheit. Das heißt, man braucht 9 von diesen Petroleumse, um einen Dieselkanister zu bauen. Und den kann ich dann eigentlich 9-mal befüllen mit dem, was ich von diesen 9 Petroleumblöcken rausbekomme. Hat man das verstanden? Man bekommt ganz einfach 9 Diesel und nur ein Plastik.
Falsch. Man bekommt neuen Sprit und einen einzigen Plastikkanister. So rum ist es richtig. Ja, jetzt seid ihr alle verwirrt, ne? Ich auch. Okay. Wir machen jetzt mit der Union Pacific weiter. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr aus dem Kopf, was ich jetzt für den Generator brauche. Ich glaube, da habe ich ein relativ komplexes Rezept gehabt. Lasst mich nochmal schnell reingucken. Der, okay, das da haben wir, das müssten wir auch haben. Okay, das unten ist einfach. Die Generatoren, die Motoren und vor allem dieses Diesel-Dingsbums da. Sollte allerdings nicht gar so einfach werden. Also wir blenden mal wieder Minecraft aus. So, gehen auf Traincraft rein. Schauen uns mal an, wie das Ding genau hier... Oh. Klicken, löschen. Dankeschön. Also das ist diese Diesel-Engine. Also dafür haben wir Stahl gebraucht. Dafür haben wir, glaube ich, auch Stahl gebraucht. Genau. Und dafür haben wir Stahl und Sticks gebraucht. Okay, der Stahl, was wir dabei haben, reicht nicht. Haben wir hier noch was? Nö. Dann holen wir uns doch mal den Stahl und dann gucken wir, dass wir in dieser Folge die Union Pacific komplett kriegen. Oha. So viel Stahl haben wir gar nicht mehr. Gar nicht mal so gut. Da sind auch nur noch 17 drin. Müssen wir vielleicht mal ein wenig Eisen einschmelzen. So ging's nicht. Mit zwei Eisen, was kommt eigentlich bei zwei Eisen raus? Eigentlich musste ich das doch mit Graphit machen, oder? Oder wird schon wieder irgendwelche Mods verwechselt? Nach Pfeift auf, wie du machst, das ist jetzt einfach mal so. Okay, wir brauchen noch 4 Stück, ne? Genau, wir haben 2. 6 Stück brauchen wir, also brauchen wir noch 4. Jetzt weiß ich nicht, kommt 2 raus oder kommt einer raus? Ich glaube, es kommt bloß einer raus. Ich baue jetzt mal das soweit fertig, dass wir einen zusammen craften können. Halt in die Mitte muss das Ding rein. So. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. Oh, das reicht gar nicht mehr. Okay, dann gucken wir mal, wie viel wir da jetzt rausbekommen. Weil das auch falsch war, dass wir einen machen. Wir machen eigentlich 3 Stück gleich. So. Wir bekommen jeweils 2 raus, das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die 6 Stück fertig, dann können die anderen einfach gebunkert bleiben. Wunderbar, dann lasst mich mal schnell schauen, was wir hier noch an verschiedenen Teilen haben. Wir haben das noch, wir haben das noch. Dann kann das hier mal komplett rein. Der Redstone muss da raus. Dafür muss da die Orange Dye rein. Hä? Bin ich in der falschen hier? Ach, Tier 3 ist es schon. Oho, hört, hört, Tier 3. Also diese 3 Stück, die reichen. Davon brauchen wir nur einen. Davon brauchen wir auch nur einen, aber den nehme ich mal komplett mit. Da brauche ich 6 Stück und deswegen brauche ich überhaupt nicht. Dann geht's hier mal hin. Also, Orange Dye, Steel Cap, 3 Räder, 6 Diesel Engines und mehr habe ich gar nicht. Was muss denn da unten rein? Da brauchen wir 2 Steel Frames und 2, ich würde sagen, das sind Stahlbarren, ne? Ja. Habe ich da noch Frames drinnen? Nö, habe ich nicht. Sollte es aber auch kein großer Stress sein. Okay. Ne, das war das falsche Rezept. Musste ich dann Eisen drüber legen? Kommen wir mal hier da. Ich glaube, so war es dann, oder? Auch nicht. Wie baut man denn einen Steel Frame? Aber fast hatte ich's, ne? Fast hatte ich's. Möchte mir jemand zugute halten. So, 2 Stück. Ich glaube, das hat gereicht, ne? Das heißt, diese 2 da rein, den Ingot hinten rein. 3, 2, 6, 1, 2. Passt das? 3, 2, 6, 1. Okay, das ist so in Ordnung. Dann brauchen wir 2 Schalttafeln und einen
Schornsteinchen. Haben wir noch irgendwo einen Schornstein? Hat er doch zwei. Ah, genau, da haben wir noch zu viele. Sehr schön. Da müssen wir die gar nicht bauen, sondern können die da direkt mal reinstopfen. Die waren hier. Schaltpulte. Schaltpulte brauchten Knöpfe, vier Hebel und so weiter, ne? Mann, dafür, dass ich erst vor relativ langer Zeit aufgenommen habe, weiß ich noch relativ viel. Wann ist die? Sah es nicht ein bisschen anders aus? Doch, sind die. Okay, dann müssen wir nochmal die verschiedenen... Wo sind sie denn? Brauchen die die auch? Ja, die brauchen sie auch. Die brauchen sie auch. Okay. Wir müssen also eine ganze Menge von den Electronic Circuits bauen. Okay, das ist aber simpel. Davon haben wir nicht alles da. Da muss ich mal noch schnell ein bisschen Plastik holen. Die Production sollte aber gelaufen sein. Wunderschön. Och komm, dann hier. Mach mal weiter. Dann können wir jetzt nämlich auch gleich die Schaltkreise bauen. Fein Copper Wire, Fein Copper Wire. Ich glaube, wir müssen von den Wire noch mehr machen. So, ich baue jetzt hier mal die drei Stück durch. Wahnsinn, das hat ja richtig viel gebracht. Wir hatten die nochmal gebaut. Kupfer und... Oh, Plastik. Viel, viel Plastik, was hier wieder gebraucht wird. Ich glaube, man hat ja relativ viele rausbekommen, ne? Ja, 20 Stück. Ey, wieso kriege ich jetzt das Achievement? Ich habe die doch schon 840.000 Mal gebaut hier drin. Das verstehe ich nicht. So. Dann so. Plastik alle. Habe ich da noch Plastik? Nö, glaube ich nicht. Hast du noch Plastik? Drei Stück. Wird langsam etwas dürftig, das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen nachbuttern, dass wir mehr Plastik rausbekommen. Ist schon übel. So, nochmal drei. Naja, das merkt es sich anscheinend nicht, dass ich dieses Achievement schon hatte. Also wir haben jetzt ja sechs Stück davon. Wir brauchen zweimal die Controls. Das sind die hier. Also sechs Eisen, acht Levers und zwei Buttons. Das merke ich mir auch irgendwie nie. So, zwei Buttons. Vier, acht Levers. Habe ich keinen Kabel mit? Moment, ich glaube, das Problem war, dass wir gar keinen Kabel mehr hatten, oder? Den habe ich komplett verwurstet, soweit ich das noch weiß. Da war nichts mehr drin. Doch, acht Stück habe ich noch, genau. Uiuiuiui. Und Eisen brauche ich auch noch gleich. Mir gerade aufgefallen. So. Also, dann werden diese hier auch noch zusammengeschustert. Und dann sollten wir es eigentlich soweit zusammen haben. Komm doch mal her, Rezept. Okay. So. Dann. So. Dann. So und so. Und noch zwei Circuits. Dann haben wir schon mal die zwei Steuerungen. Die kommen da oben links rein, weil ich das noch gesehen habe. Genau. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch vier Generatoren und sechs Motoren, soweit ich das weiß. Richtig? Vier Generatoren, sechs Motoren. Jawohl, habe ich nicht vertauscht. Das ist eigentlich auch einfach. Auch wenn wir... Oh, Plastik. Das ist echt ein bisschen öde hier mit dem Plastik. Und ich hoffe, dass zwei rauskommen, sonst muss ich nämlich noch ein paar Schaltkreise machen und dann fehlt mir wieder das Plastik. Also Plastik ist echt dürftig. So, dann machen wir diese zwei hier. Dann so. Dann halt falsch. Ich glaube so.
So, und so war das, oder? Jawoll. Mist, ich bekomme wirklich nur einen raus. Ja, das Ding ist teuer. Aber zur Not, wisst ihr ja, kommt noch ein kleiner Airdrop. Dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Gut, die Generatoren sind auch fertig. 15 Minuten sind eigentlich um, aber das will ich jetzt noch fertig bekommen. So, die Motoren könnten jetzt ein bisschen hässlicher werden. Da wollen nämlich eine ganze Menge Copperwire. Reicht mir das? 4 mal 8. Ne, es reicht vorne und hinten nicht. Das reicht vorne und hinten nicht. Das heißt, ich muss mir oben erstmal wieder Kupfer organisieren. Da haben wir zum Glück noch einiges. Dann brauche ich noch mehr Plastik. Gerade mal 4 Stück. Ich wirklich sehr mir überlegen, ob ich das vielleicht irgendwie in der nächsten Folge dann erst fertig mache. Nämlich gerade ein bisschen hässlich, dass ich nicht weiterkomme durch das ganze Plastik, was ich benötige, weil wir brauchen hierfür 4 Copperwire. Wir brauchen davon 8 Stück, ne? Oder waren es 6? 6. 6 mal 4. 5 mal 4 sind 20, 24 Stück. Wir haben 16 und dann muss ich noch die Schaltkreise. Ja, wir müssen da noch jede Menge machen. Mal schauen, wie viel rauskommt. So. Damit wir schon mal das erste gedeckt. Wie viel braucht ein Circuit? Der braucht 6 Stück. Davon brauche ich auch nochmal. 6 mal 6 ist nochmal 36. Warte mal, dafür reicht's. Nicht so schön. Und davon brauche ich jetzt auch nochmal. Also ich brauche nochmal 8 in etwa. 8 oder 9. Mal gucken. 3 Stück reichen schon mal nicht. Jetzt haben wir schon mal 4. Mit den 4 können wir die benötigten Schaltkreise fertig bauen. Dann haben wir zumindest schon mal das fertig. Dann stellt euch mal vor, ich hätte das die ganze Zeit mit sämtlichen Sachen so machen müssen. Dass ich immer gucken muss, ja, wie viel haben wir jetzt? Ich muss mir noch ein bisschen was farmen, ich muss mir noch ein bisschen die Anlagen laufen lassen. Jetzt brauche ich eigentlich nur 4, ich brauche doch 6, oder? Ah, Cäsar, du bist verwirrt. Ja, ich brauche noch 2 Stück. Na? Ja? Komm schneller. Mach du schneller. Ja? Vielleicht nochmal einen zweiten Distillation Tower bauen. Aber mal sehen. Naja, was ich auf jeden Fall gerade sagen wollte, ist, dass das halt doch etwas sehr die Nerven strapaziert hätte, wenn wir uns das hier in dieser schönen, Farmerei hätten antun müssen. So, 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 das wird nicht reichen, ne? Um 2 Stück reicht's nicht, das heißt noch einmal Plastik, dann müssten wir es zusammenkriegen, dann kriegen wir das Ding wirklich diese Folge noch fertig. Jawohl, wir haben das eine. Very nice, very nice. So, also Plastik hier, rundherum das Kupfer. 6 Stück hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na komm, noch einen. Dann die Circuits in die Mitte. Das Eisen reicht auch nicht. Ist hier noch Eisen drin? Nö, aber oben ist noch eins. Das müsste hier noch stackweise in den Kisten dahin vegetieren. Kiste? Da. Nehme ich einfach mal das hier. So, der hat noch ein bisschen Stahl gemacht. Okay. Machst einfach nochmal 3 weitere. Dann Iron 1, 2, 3, 4, 9, 4, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Electric Motor.
ich irgendwas falsch gemacht? Nee. 2, 4, 3, 2, 6, 2, 2, 4, 3. 1 ist auch okay. 6, 2. Ah, da fehlt noch ein Stahlbahn. Okay. Kriegen wir hin. So, jetzt haben wir es doch. SD 70, Union Pacific. Diesel. 900. MHP. Okay. 900 ist nicht wenig. So. Irgendwie passt das nicht so ganz mit dem zusammen. Aber wir werden die jetzt natürlich noch testen. Wir können die ja nicht nur bauen und dann nicht testen wollen. Das muss gemacht werden. Wir nehmen uns hier mal ordentlich Sprit mit. Gehen auf unsere Teststrecke und werden die Union Pacific nochmal hier fahren lassen. Allerdings hätte ich das ganz gerne am Tag gemacht. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die größer ist. Wir gehen jetzt auch mal schnell schlafen und werden das Ding am Tag nochmal testen. Wahrscheinlich hat die halt Power ohne Ende, aber ist dafür relativ, ja, kompakt gebaut. Aber wie die Dinge in Wirklichkeit aussehen, müsste ich erstmal nachgoogeln. Zugmäßig bin ich dann doch nicht so extremely gebildet. Da seid ihr deutlich fitter drauf. 1, 2, 3 mache ich erstmal. Dann Start Engine. Bremse müsste draußen sein, oder? Jawohl. Hallo, raus da. Raus da? So. Er wärmt langsam auf. Höher. Wieso fährst du jetzt falsch rum? Ach so. Vielleicht sollte ich auch in die richtige Richtung gucken. So, stay hot. Jetzt müsste er eigentlich ordentlich Gas geben. Mit den 3 Dieseltanks war er allerdings nicht allzu zufrieden. Da passt mehr rein. Was? Wieso hattest du keine Hupe? So, 79 km/h. Wir sind auf der Maximalgeschwindigkeit. Ich mach das Hut mal aus. Da. Hallo. Wir fahren eine Union Pacific. Große, große Materialanforderungen, das Ding zu bauen. Aber ich hoffe, euch freut dieser kleine Anblick hier. Haben jetzt auf jeden Fall unseren nächsten Zug fertig. Schön, 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 schön. Aber das hat 20 Minuten gedauert, obwohl ich eigentlich schon alles hatte. Nur ein bisschen auf das Plastik achten musste. Schon gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. So, dann geht's wieder zurück. So, langsamer. Und ab in den Rückwärtsgang. Mal schauen, wann er die gewünschte Geschwindigkeit erreicht. Ich glaube, recht viel mehr geht nicht. So, Freunde, das war's aber von dieser Folge hier. Wir haben erfolgreich diesen sauteuren Zug zusammengeschustert. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier bei Traincraft. Wenn wir wieder die nächsten Züge in Angriff nehmen oder vielleicht auch mal wieder ein Häusli bauen, mal gucken. In letzter Zeit waren die Folgen ja relativ technisch angehaucht. Wobei das nach dieser ganzen großen Hallen-Manufakturanlage-Gedöns doch gar nicht schlecht war. Hallo Schaf. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.